Hey! Hallo und herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Elden Ring. In der letzten Folge haben wir Vlads Katze vermutlich geknackt. In dieser Folge werden wir uns das Stückchen hier anschauen, weil es kleiner ist als das hier. Ich glaube, wir müssen uns dann um diesen Artillerietypen, der dann hier ist, kümmern. Und vielleicht mache ich noch diesen dunklen Reiter, der hier ist. Wer weiß. Könnte man machen, glaube ich. Jo. Dementsprechend gehe ich mir erstmal aber mehr Pfeile kaufen, weil das scheinbar sehr wichtig sein könnte, wenn ich weitere solcher nerviger Pflanzen begegne. Ja. Was auch immer die gekillt hat, keine Ahnung. Und dann schauen wir mal. Vielleicht nehme ich den dunklen Kavallerist mal mit, einfach um ihn nicht zu vergessen oder so. Nein. Diesem Ding sollte ich wegmachen. Bevor ich an den Wölfen rangehe, oder? Moment, Moment. Noch hat es mich nicht entdeckt. Vielleicht lässt es mich auch in Ruhe, aber ich will es nicht drauf ankommen lassen. Wo bist du, Bogen? Bogen, oh Bogen, da bist du. Nice. Ich bin ein Hunter Harry. Wie ist der haarige Typ aus Harry Potter? Nicht Dumbledore. Graham, nein. Gray, nein. Ja, egal. Der Typ halt. So. Jawohl. Popom, popom. Babam. Babam, bababa. Dum, 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 dum. Überraschung. Ich bin blöd. Okay. Was war denn das? Hilfe. Nein, hey, lass mich los. Hey. Ach du Heilige. Moment, was mache ich denn? Ich bin doch da. Ich habe doch Kavallerie. Hilfe. Ist das denn ernst? Ich... Meine Güte, ey. Geht doch. Komm her. Wow. Guck mal, wie... Du willst mich doch verarschen. Wow, er trifft den Hund einfach nicht. Alter. Nee. Ach, du Heilige. Ich sollte zurück zum Schwert gehen. Ha. Okay. Alter, mich haben drei Hunde fast platt gemacht. Kannst dir keinem erzählen. Was ist mit denen hier? Hallo?
Was ist passiert? Mein Affe. Moment. Hey! Na gut, da macht nichts, also mache ich dem auch nichts. Ja. Was haben. War das einfach nur ein See, wo Wölfe sind? Hunde? Da gibt es hier irgendwas. Ja, eine Blume. Dankeschön. Und das war's. Da war eine Libelle. Ich hoffe, die macht mir nichts. Jetzt waren sogar 4 Hunde. Guck mal. Der Morgenstern ist gegen Hunde aber irgendwie sehr schlecht. Dann gehe ich doch mal zurück zum Schild. Zum Schild sage ich. Zum Schwert. Mann. Jo. Und probier's nochmal. Na, X, 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 Abort, Abort. Na also. So, mal gucken. Also geht doch. Bin ich mal gespannt, wie gut. Okay. Okay. Hunde sind zu klein dafür. Hunde sind einfach zu klein dafür. Das habe ich jetzt gelernt. Hunde sind einfach zu klein. Also zu niedrig. Und zu schnell. Gut, da haben wir mal was Neues gelernt. Bei Hunden, wenn die nicht gerade alleine sind, keine Counterattacke Attacken machen. Okay. Interessieren würde, kann ich mit einer Fackel Counter attackieren? Also Konter attackieren, meine ich. Jo. Jo. Eine Fackel ist gut gegen Hunde, genauso wie in Dark Souls 3 scheinbar. Gut zu wissen. Ich sollte vielleicht einen anderen Schild nehmen. Weil bei dem kriege ich Kratzer. Leider. Warte mal, mein erster Schild. Macht er auch Kratzer? Nein, der hat 100. Oder hatte der die ganze Zeit schon 87 und ich bin nur so blind gewesen? Wer weiß. So. Alle hopp. Lieber Händler, guter Händler, gib mir deine Pfeile. Alle hopp. Trade again? Ja. Gib mir alles, was du hast. Dankeschön. So.
Ich könnte hier jetzt versuchen, diesen Typen zu nehmen. Ne? Dafür. Flaschen. Verteile ich, mache ich das mal so, genau. Jawohl. Und ich warte bis zum Nachteinbruch. Weil wenn ich das noch richtig gesehen habe, kann ich hier Wölfe beschwören. Kann ich? Kann ich nicht. Okay, dann habe ich doch nicht richtig gesehen. Gut, dann folgendes. Wow. Hihihihihihihihi. Oh. Ey, ich wollte da drauf. Oh. Komm her. Das ist mein Gebiet. So, also mein Stein, mein. Au. Das war irgendwie nicht so cool gerade. Nein, ich habe immer noch die Wurfmesser. Ah. Nein! Ach Mann, bin ich blöd! Ah! No! Au! Ja, ich sollte wirklich einen anderen Schild nehmen. Gut, das mache ich mal am besten jetzt. Tod zu meinem Dreiecksschild. Okay. Oh, Mann. Oh, come on, komm her, du. Oh. Okay. Das war unerwartet. Nein, wo ist er hin? Ah, da ist er. Na, komm her, du. Weit. Schon, na?
komm schon. Lass mich den Blutdruckschaden aufbauen. Oh. Was war das? Aha. Oh oh. Sag mal. Junge. Ach nicht. Na? Ey. Hallo? Komm her, na? Na? Das war dumm. Ob ein Medaillon gibt, mit dem man schneller kontert? Wäre interessant zu wissen. Wow. Das war blöd. Immer kontern, Junge, sonst stirbst du. Wow. Oh Junge, das war knapp. Das war sehr knapp. Na? Let's dance, come on. Oh. Ach, der macht auch Blutungsschaden. Na, geschehe jetzt erst. Oh! Jawoll! Oh, jawoll!
Nicht tot? Nein. Abort Mission, Abort Mission. Wow. Wow, das war mehr Glück als Verstand. Wow. Okay, nochmal. Wow. Wow. Na 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 na. So. Let's Dance, Round Number 2. Das erste Mal war eine Unentschieden, okay? Schade, da war außerhalb der Entfernung. Ne? Komm her. Was? Was war das? Mann. Dankeschön. Hallo? Hallo? Mann! Nu, komm an! Komm, noch einmal. Hä? Ach, Mann. Mann. Oh Gott, oh Gott. Oh oh. Okay, nimm halt den langen Weg. Oh oh. Und wo kommt er? Oh, das gibt's doch nicht. Wer macht denn immer diese Moves in letzter Zeit? Ach komm. Vielleicht sollte ich mir einen anderen Stein suchen. Und vielleicht sollte ich auf ihn gucken. Meine Güte, ey. Ich bring mich noch selber um.
Na, wo bleibst du? Wo ist er hin? Och nö. Okay. Ich gehe mal dahin. Ist hier gut? Hier ist schlecht, hier ist sehr schlecht. Hier scheint besser zu sein. Ich probiere mal hier. Mann. Komm. Ich gehe wieder zurück auf meine Insel. Hier war es mir doch irgendwie lieber. Mach doch eine Rolle, Junge. Junge, wähl den Schild aus und blocke. Oh, Mann, 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 Mann. Und deck hier fest. Oder auch nicht. Hier bin ich im Nachteil. Ich habe eine Idee. Ich stelle mich einfach wieder mit dem Rücken zur Wand. Naja. Steht da fest? Oh. Nein. Das ist auch eine gute Wand. Oh.
Aha. Das war dumm. Oh. Ich habe für einen Bruchteil der Sekunde vergessen, dass er diese Attacke immer nachher macht. Das war dumm. Das war jetzt wirklich selbstverschuldet. Das war sehr dumm von mir. Aber die Mauer war schon besser. Die Mauer war schon viel besser. So. 8 Seelen. Runen. Okay. Hopp. So. Na, komm her, du. Großer, böser Reiter. So, wir kommen zurück. Mann, der mit seiner Reichweite noch. Los, komm. Ich weiß, dass du mich nicht flankieren kannst. Ach komm. Verpasst dir ein Popo-Piercing. Na?
Na? Ups. Wow. Naja, lieber so, als dass ich Schaden bekomme. Jawohl. War nicht so gut. Oh. Warum? Junge. Lass das lieber. Ja, du Feigling. Ich hab dich doch fast. Jawohl. Yay. So. Oh, Kriegsasch Barrikadenschild. Pflege der Dunkelkavallerie. Oh. Oh. Ja, zwei Pflege. Geschicklichkeit 24. Ich habe gerade... Ja. Ui. Jo, Doppelpflege. Alter, das wäre ein... Alter, wie cool war das denn? Doppelpflege. Okay. Halt, wie viel Schaden macht das Ding? Ah, gut, gut, okay. Inventar. Wo ist die Kriegsasche? Ja, verleiht einer Waffe Affinitäten und Talente. Ja, aber was macht das? Diese Kriegsasche verleiht eurer Waffe keine Affinität, aber folgendes Talent. Barrikadenschild. Ein von Sir Neithal entwickeltes Talent. Konzentriert eure Energie von... Ah, in euren Schild, um ihn kurz zu härten, sodass er stärkere Schläge ablenkt. Das ist doch dasselbe wie mit dem hier Schildkrötenschild. Barrikadenschild. Ja! Okay, das war der Typ. Was ist dort eigentlich? Da könnte ich noch nachschauen eigentlich. Aber erstmal heile ich mich.
und wechselt die Aufhüllung. Das ist ja mal cool. Wie viel XP hat er gegeben? Also Runen hat er gegeben? Ein paar tausend. Flaschen. Ja, na, jawohl. Jo. Das war's. Nice. Wäre doch schön, wenn ich ihn hätte verbluten lassen können, aber okay. Wie viel Schaden macht das eigentlich nochmal? 118. Ja, macht mehr als mein Schwert. Okay. Dann bleibe ich beim Schwert. Ah, das war ein Wildschwein. Ich dachte, ich habe Stampfen gehört oder so. Ich dachte, ein Bär ist wieder hier oder so. Zwei Wildschweine. Na, willst du was? Ich mach dir ein Popo-Piercing. Decimirolin. Nein? Jawohl. They haten. Ich dachte gerade, das ist ein Leiter dort. Hab ich gerade so? Okay, ich habe gerade ganz schön laut gestampft. Oh, das ist die Mauer kaputt. Kein Wunder, dass die Mauer kaputt ist, wenn da so ein Bogenschütze rumhängt. Oder was das da war, ein Armbrustschütze oder keine Ahnung. Ein Moment. Vermutlich wieder so ein Riese mit einem großen Bogen. Nein, 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 nein. Ob ich mit dem wieder reden kann? Oh, es raucht. Oder Plattwist, das ist der Vater. Ha. Jawohl. Ich glaube, der Vater ist schon so groß wie die Tochter ungefähr, oder? So, wie dem auch sei. Oh, eine Hütte. Eine Hexenhütte. Okay. Irgendwas ist da im Gebüsch. Okay. Ratten. Und irgend so eine Blume. Und Feuer auf. Was zur Hölle ist denn das? Was ist das hier eigentlich? Auge von Yellow. Okay. Oh oh. Ach nee, das war keine Rat. Okay. So, dann schauen wir uns mal, wenn es hier sicher ist, was das für eine Blume gerade war. Auge von Yellow. Findet man in von Raserei geplagten Landen. Tollwut oder was? Sie wächst in von der Raserei geplagten Landen und wird häufig wegen ihrer schmerzstillenden Wirkung verwendet. Allerdings ist sie auch ein gefährliches Rauschmittel. Aha, Drogen, alles klar. Lass mich raten, die Ratten hatten
Oh. Oh. Okay. Die Ratten hatten was gefressen. Okay. Was war das? Nein. Wo war das? Gelbe Glut. Wächst in von Raserei geplagten Landen. Ach, das wächst dort einfach? Glut, die aus der Augenhülle einer Leiche entnommen wurde. Oh. Sicheres Zeichen, dass der Verstorbene an der rasenden Flamme litt. Diese Frucht ist gereift und geplatzt. Okay. Alles klar, wir sind hier in einem verseuchten Gebiet. Wie gut, dass ich meine Maske trage. Wow, die, da geht's echt nicht rein. Buh. Menno. Geht's da echt nicht rein? Och, Manno. Eben nicht. Boing. Ah, noch ein Baum. Oh. Nein, nein, nein. Das ist es mir nicht wert. Ich springe nicht hinterher. Okay. Wer baut solche Dinger überhaupt? Solche Grabsteine diagonal? An der Wand. Ist Spider-Man dort gestorben oder was? Spider-Man, Spider-Man, you are dead, Spider-Man. Wohin rennt die? Oh. Oh. Ratatouille hat seine Familie geholt. Okay. Oh, oh. Mann! Mann! Naja, immerhin. Mann! Ah, zu spät. Mann. Ach Mann. Wo ist die? Böser Baum. Waren das wirklich alle? Das waren alle scheinbar. Okay. Gut. Na? Also. Oh. Oh, bin ich denn jetzt hier? Ah. Gut, scheinbar gehe ich doch da lang. Ich nehme mal an, das war ein Feind, weil er
anvisierbar war. Zudem war er krank. Ja, wohl, könnt ja. Er ist sogar bewaffnet. Krank und oh. Ungefährlich. Alles klar. Ich vermute mal, dass das gefährlich war. Herber, vielen Dank für die Herber. Vielen Dank, wie lieb von dir. So. Ah. Wurzelharz. Dankeschön, nehme ich doch gerne mit. Hier kann ich sogar Wölfe heraufbeschwören. Nice. So, wer ist hier? Muss doch jemand sein. Ja, aber auch nein. Er ist tot. Ich schaue mich erstmal drumherum um, bevor ich irgendwo hingehe. Oh, eine Brücke. Vermutlich das Ding da. Na? Also. Was ist das? Kot? Kot. Aber von was? Ah, Ratten. Alles klar. Wie viel? 2. Okay. Leidendes Tor. Oh. Das ist ja ungünstig. Unser erstes Dorf sozusagen, oder? Ha! Allee, hopp. Ha! Ich sollte die Wölfe rufen. Gleich. Und soweit hier 6, 4 dort, 2 hier. Aber nicht jeder hat solche Augen. Doch, jeder scheinbar hat solche Augen. Das war so nicht geplant. Ja, immerhin. Also, hopp. So. Ich dachte schon gerade, das wäre dort. Oh. Ein Boss ab, das ist nur eine Statue. Alles gut. Hier sind eine Menge Ratten, habe ich gesehen. 1, 2 und eine große. Also 4, 5 und eine große. Okay. Hierfür brauche ich, glaube ich, die Wölfe. Mein Spielstand wurde gerade gespeichert. Ich frage mich gerade, ob ich diesen Flammenwerfer mir besorgen kann aus der Mine, den die seine Minenarbeiter hatte. Weil, wisst ihr, wen ich meine? Ach. Okay, hier bin ich. Laut der Aussicht. Hopp. Ah, okay. Was bist denn du?
Ah, du bist so ein Feinddingens. Oh. Okay. Okay, die fliegen. Die werden nervig. Die fliegen ja nur. Oh. Luftwaffe. Okay, ich brauche einen Bogen. Oder Wurfmesser. Oder eine längere Klinge. Oh, der. Ich muss warten, bis die angreifen. Die sehen aus wie Hermes-Engel. Also nicht Hermes, sondern der Typ da hier, der Liebespfeile und so verschießt. Also vertickert oder keine Ahnung. Hilfe, mein Mauspad. Na, wechsel auf den da, Mann. Also geht doch. Lol. Das war der. Der andere hängt da irgendwo ab. Na, willst du? Willst du kommen? Willst du nicht kommen? Hallo? Ja, Luftwaffe kaputt. Okay. Die sind nervig. Ich habe keinen Bock, gegen die offen kämpfen zu müssen. Denkst du, ich kaufe dir das ab, dass du tot bist? Nein. Aha, okay. Das ist dort. Da ist doch so ein Ding. Ich frage mich, ob die hier einfach so herumliegen oder spawnen oder vordefiniert nur einmal aufzusammeln sind. Wie diese Erze aus der Mine. Diese Schmiedesteine. Da geht es tief nach unten. Oh, noch ein Erdfurz. Ja, gerne doch. Und mir sehr gelegen. Hallo. Kann ja gleich mal die Flaschen auffüllen. Yeah, nice. Also. Ah, hier bin ich wieder. Okay, da war halt einfach mein in Gnadending dort oben. Okay. Gut zu wissen. Oh, dreimal Harz. Eins, drei, zwei, eins. Nice. Die Ratte. Da ist noch so eine rote Blume. Schein. Wow.
Ratten und Kot. Ich glaube, ich kann mir einen Zusammenhang bilden lassen. Hallo. Also einen Zusammenhang daraus ziehen, warum. Ja, warum hier so eine Pest umgeht. So 1, 2, 3, 4. Und boah, welchen Bogenschütze hätte ich die alle abknallen können. Aber ich habe nur begrenzt Pfeile. Ich könnte aber dennoch. Ha. Ich könnte ja mal einen auf Bogenschützen machen. Warum auch nicht? Ne, ich meine, warum auch nicht? Nein, nein, nein. Boah, bin ich schlau. So. 1, 2, 3, 4. Ja, ich weiß nicht, 5, 6. Sagen wir mal 6 kleine und eine große. Ich glaube, ich habe genug Pfeile. Da wisst ihr was? Nein. Ach Mann. Die kommt jetzt hier hoch, oder? Aha. Okay, Schnellschuss. Nimmt die Feuerkraft raus. Das ist nicht so cool. Verdammt. Obwohl, ich kann die auch einfach nur mit dem Bogen ranholen und dann kann ich die einfach wegklatschen. Nicht. Na komm her, du. Kleine Ratte. Na komm her, du. Ja, komm. Oder züchten die diese Droge hier? Das kann auch sein. Die vielleicht, keine Ahnung, die Ratten abhängig machen und irgendwas mit der AA machen oder so, keine Ahnung. So. Ach, ist nur noch eine Ratte da? Wenn das so ist. Täuferkirsche von Kalu. Den Bogen weglegen sollen, ne? Klopf, klopf, wer ist da? Niemand. Oh. Die rasende Flamme? Oh. Wollte noch Runde dreimal. Dankeschön. Halt, das ist, glaube ich, ein Zauber, oder? Die rasende Flamme. Oh, lässt die gelbe rasende Flamme aus euren Augen schießen. Boah. Alter, was brauche ich dafür? Das ist eine Anrufung. Das ist eine Anrufung. Yes. Was ist das hier? Eine heilige Träne. Okay.
Was macht die heilige Träne? Erhöht die Wirksamkeit von Heiligflaschen. Oh, ein goldener Kelch. Dies ist nur noch ein schwaches Überbleibsel vom Segen des Erdenbaums, der in den Kirchen aller Länder verehrt wird. Erhöht die wiederherstellende Wirkung einer Heiligflasche, kann nach Erholung an einem Ort der Gnade verwendet werden. Im Zeitalter des Erdenbaums wurden diese Tränen zur Verbreitung des Glaubens eingesetzt, denn sie gewährten einst einen gewissen Segen. Apropos Glauben. Ich verurteile dieses Dorf mit Verrat an das goldene Gesetz. Sie haben die Kirche entweiht und Pflanzen gekundet, um eine um ein Rauschmittel zu produzieren, welches nicht nur das Land, sondern auch die Menschen selbst kaputt macht. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Keine Gnade den Heretikern. Höre sie für den Imperator. Deus vult. Und so weiter und so fort. La 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 la. Aha. Die Wölfe könnten auch was machen, ne? Jawohl. Sehr gut. Hat er für mich ein altes Schwert? Und die sind jetzt eher irgendwie inaktiv. Oh. Okay. Na, kann ich hier was kaputt machen? Nein. Dass ich mich jetzt selber anzünde. Oh. Hey. Gut, dann eben nicht. Ja gut, das war's eigentlich jetzt schon damit. Zurück zum Outfit. So. Ah ja, der Bogen, der kann jetzt weg. Den brauche ich jetzt nicht mehr. Ah, ein Pilz. Dankeschön. Ah, noch eine Ratte. Holzschild mit Flammenwappen. Das heilige Feuer oder was? Ja, beiß durch die Wand. Alles, ja. Brave Hühnchen. Wölfchen eher. So, war's das hier alles? Gibt's hier nichts mehr? Ist hier alles gemacht? Alles geschaut? Scheint so, oder? Liegt hier nirgendwo. Alter. Hab mich fast erschrocken, aber auch nur fast. Liegt hier noch was irgendwo oder so? Ach Mann, mach doch nicht alles kaputt, Junge. Scheinbar nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass man auf die Häuser noch drauf kann, aber ich glaube eher nicht. Nee, hier ist nichts mehr. Gut, dann glaube ich, war's das hiermit. Haben wir auch das hier noch abgeschlossen. Dann gehen wir weiter hierhin in den Süden. Wir haben eine Pest aufgehalten sozusagen. Wir haben alles getötet, was irgendwas mit der Pflanze zu tun hatte. Ratten, Pflanzen und das Dorf. Und jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Weiter geht es Richtung da lang. Ich glaube, bevor ich hier irgendwas erkunde, muss ich den Typen hier befragen oder besprechen und dann
Achso, das sind zwei Türme. Ich habe mich gewundert, warum das Holzdingens irgendwie verschoben wirkt. Befragen oder. Mit Argumenten überzeugen. Mit gewiss. Ach Mann. Mit gewissen Argumenten, versteht ihr? Ja, so, das. Ja. Das war's dann sonst. Ach ja, die Waffen, die Waffen, die Waffen. Das neue Spielzeug wollte ich jetzt mir anschauen. Wo war das? Das alte Schwert, genau. Sieht schön aus, ist aber glaube ich nicht so toll. Naja, fast so gut wie das Kurzschwert, okay. Was steht dazu? Ein gerades Schwert mit kurzer, breiter Klinge, leicht zu führen und war als Schwert des Volkes bekannt. Okay. Das Design des Erdenbaums ist noch nicht vollständig verblasst, aber die Zeit hat diese Waffe arg zugesetzt und sie ist längst nicht mehr so stark wie früher. Na, mal gucken, wie die aussieht. Und den Schild. Wo ist er? Da ist er. 89. Mhm. Okay. Ein hoher mittelgroßer Holzschild, für seine Größe leicht und einfach zu führen, stammt von Soldaten, deren Dorf die Raserei wütet. Ah, die gelbe Flamme ist ein Symbol dieses Leidens und eine Warnung an alle, die sich dem Dorf nähern wollen. Okay. Mal gucken, wie das aussieht. Nein. Ha. Das Schwert sieht sehr eigentlich schön aus, aber irgendwie ganz schön kurz, oder? Das ist ein gerades Schwert. Naja, wie auch immer. Nichts Neues. Oh, ich fächere dir mal ein bisschen mehr Wind zu, okay? Wusch, 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 wusch. Hoch, nein! Shift, eine Rastfunktion, nein! Nein, will ich nicht. Ups. Okay, wie dem auch sei. Danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Lulululululu. Okay, das reicht mit SpongeBob. Oder woher auch immer das kam.